Beste 125er Enduro oder Supermoto unter 3.700 Euro. Da hat Mathis ein sehr, sehr konkretes Budget. Was ich aber auf jeden Fall am häufigsten lese, wenn ich sie mal irgendwo nicht erwähne, dann ist das die Beta RR 125. Und da kann man eigentlich nicht von der einen sprechen, sondern ich spreche jetzt von der Viertaktversion mit Wasserkühlung und dann eben sowohl als Supermoto, sprich Motorrad heißt sie dann, und einmal in der Enduro-Variante. Was meint ihr denn zu diesem Thema? Was ist für euch die beste Supermoto und die beste Enduro? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und schreibt mir jetzt nicht die, die ihr habt, sondern wirklich mal, wo ihr glaubt, das ist das beste Modell.